Vor genau 77 Jahren, am 31. Juni 1898, ereignete sich eine der rätselhaftesten und merkwürdigsten Naturkatastrophen der Weltgeschichte. Eine Insel flog in die Luft, explodierte, löste sich auf zu Gesteinspulver, Felstrümmern und Sand, verschwand im aufkochenden Ozean. Die Insel Back Cup. Daily News, London. Ozean verschlingt Felseninsel. Zahlreiche Schiffe in Seenot. Figaro, Paris. Kilometerhoher weißer Rauchpilz über Westatlantik. Berliner Morgenpost. Wurde Back Cup von unbekannten Schlachtschiffen beschossen. Das unbewohnbare Eiland Back Cup gehörte zur Inselgruppe der Bermudas. 65 Grad westliche Länge, 32 Grad nördliche Breite, etwa 1200 Kilometer vor der amerikanischen Ostküste. Stellt euch einen schroff aus dem Meer aufragenden kegelförmigen Berg vor, an dessen Südküste ein weit vorspringender Felsbogen eine Art Tunnel bildet. Und ihr wisst, wie die Insel zu ihrem merkwürdigen Namen kam. Back Cup, zu Deutsch die umgestülpte Tasse. Das Geheimnis dieser umgestülpten Tasse aber blieb ungelöst. War sie durch einen Vulkanausbruch in die Luft gesprengt worden? Warum war dann der Rauchpilz weiß, nicht schwarz oder schwefelgelb wie sonst über tätigen Vulkanen? War sie einem Seebeben zum Opfer gefallen? Wie hätte sie dann explodieren können? Das Rätsel wird immer undurchdringlicher. Aus dem Buch »Die tollkühnen Reisen eines fliegenden Kapitäns« von Igor Igorowitsch Babatschow. Im Frühjahr 1898 startete ich erneut zu einer meiner verwegenen transatlantischen Flugreisen. Wie immer befand ich mich allein an Bord meines mit 7000 Kubikmeter Erdgas gefüllten Luftschiffes Iwan der Schreckliche. Als ich während der Abenddämmerung in einer Höhe von 1300 Fuß die Bermudas ansteuerte, gewahrte ich unter mir eine Flotte von dicht zusammengedrängten Schiffen. Ein Blick durch das Zeissglas belehrte mich, es handelte sich um 4 riesige Panzerkreuzer. Sie hatten aber die Positionslaternen gelöscht. Auch zeigte keiner seine Nationalflagge. Dies war, wie ich es später erfuhr, genau 13 Stunden vor der Explosion der Insel Back Cup. Die Beobachtung Babatschows des Robinsons der Atmosphäre schien die Meldung der Berliner Morgenpost zu bestätigen. War Back Cup von unbekannten Schlachtschiffen als Manöverziel benutzt und dabei zerstört worden? Diese Interpretation der Back Cup-Katastrophe hielt sich hartnäckig. Sie wurde erst 1919 von dem Jesuitenpater Francesco della Perata widerlegt, der damit gleichzeitig das für Jahrzehnte letzte Wort in der Sache sprach. Da selbst die mörderischen Waffen, wie sie in dem eben zu Ende gegangenen Weltkriege in teuflischer Verblendung verwendet wurden, nicht eine Explosivkraft aufweisen, welche ein Felseneiland wie Back Cup in Luft aufzulösen imstande wäre, bleibt uns nur in dem wahrhaft übernatürlichen Ereignis nichts als Gott und den Finger Gottes zu sehen. Er allein hat Back Cup von der Erde getilgt und vermöchte auch uns zu tilgen, wenn er nur wollte. Das endgültig letzte Wort aber zum Geheimnis von Back Cup sollte der Herrgott nicht behalten. Vor uns liegt ein dickes Heft mit Wachstuch bezogenem Deckel. Die altmodische Handschrift ist halb verwischt, als hätte das Heft im Wasser gelegen. Tagebuch von Simon Hart, Ingenieur aus Kinston, North Carolina, USA, geschrieben im Jahre 1898. Und darunter in hastigen Schriftzügen: Der Überbringer dieses Buches ist mein Freund. Der Überbringer dieses Buches ist mein Freund. Er heißt Sam. Ich bitte alle Menschen, ihm zu vertrauen, obgleich er ein Neger ist und erst 15. Er wird ergänzen, was dieses Heft berichtet,
die Wahrheit über Backup. Die ganze volle furchtbare Wahrheit. Menschen lebt wohl. Gott schütze euch. Und Sam. Backup. Am 31. Juni 1898, 5 Uhr morgens. Bei voller geistiger Zurechnungsfähigkeit, Simon Hart. Unsere Dokumentation über das Geheimnis von Backup folgt den Aufzeichnungen dieses Tagebuches. Wo es notwendig war, haben wir mit Material aus alten Zeitungen und geheimen Archiven ergänzt. Wir widmen diese Dokumentation dem Ingenieur Simon Hart und seinem Freund Sam. Den 28. März 98, an Bord des Schnelldampfers Blauer Vogel. 5. und letzter Reisetag. Vor 120 Stunden noch im Hafen von Baltimore, USA. Und jetzt, in dieser Sekunde, taucht am Horizont bereits die englische Küste auf. Drei geniale Erfindungen verkürzen die Entfernung Amerika-Europa auf 5 Tage. Dampfturbine, Schiffsschraube, Ozeanriese aus Stahl. Erfinder erobern die Erde, Menschheit wird glücklich durch Technik. Ich, Simon Hart, bin dabei. Ingenieur, schönster Beruf der Welt. In meinem Gepäck die größte Entdeckung der Geschichte. Deflagrator. Das sind 100 Jahre Fortschritt. England wird Augen machen. Den 29. März, London, im Regierungssitz Downing Street. Ihr Name, Sir? Simon Hart, Ingenieur. In welcher Angelegenheit? Ich komme wegen einer Erfindung. Sorry. Mit Erfindungen zum Patentamt. Aber es handelt sich nicht um irgendeine Erfindung. Ich bin aus den Staaten herübergekommen, im Auftrag meines Lehrers, Professor Roche. Professor Thomas Roche, Physiker? Derselbe. Ich bin sein Assistent. Er hat eine ungeheure Entdeckung gemacht. Eine neue Energiequelle. Verstehen Sie? Energiequelle? Sehr gut. Thomas Roche? Ausgezeichnet. Seine Exzellenz, der Herr Kriegsminister, wird Sie morgen empfangen. Der Kriegsminister? Es geht doch um Wissenschaft, Technik. Junger Mann, der Herr Kriegsminister ist ein großer Förderer der Wissenschaften. Was sonst hätte die Kriegsmarine des Empire unüberwindbar gemacht? Sie kennen das schnellste Schiff der Welt? Bluebird. Ich bin mit ihm herübergekommen. Er macht 25 Seemeilen. No, Sir. Ihre Majestät Panzerkreuzer Queen Mary bringt es auf 30. Der Herr Kriegsminister erwartet Sie morgen präzise 11 Uhr. 30. März, wiederum Downing Street, 11.10 Uhr. Herr Minister, bisher gewinnen wir Energie aus nur wenigen Materialien. Kohle, Erdöl, strömendes Wasser. Theoretisch müsste sich jedes Material in Energie verwandeln lassen, und zwar restlos. Es fehlt nur die entsprechende Methode. Sie machen Witze, Sir. Diese Methode kann es nicht geben. Stein kann nicht brennen. Er kann! Die Methode ist gefunden! Professor Roche hat sie entdeckt! Deshalb bin ich hier. Okay, Sie haben eine halbe Stunde. Die Methode beruht auf Chemie. Professor Roche hat eine Flüssigkeit substituiert. Mit welchem Material sie auch in Berührung kommt, Stein, Erz, Erde, es wandelt sich um in Energie. Vollständig! Der Stoff verschwindet, wird Kraft, Hitze, Strom. Wir bezeichnen diese Flüssigkeit als Deflagrator. Seine Herstellung braucht maximalen Aufwand. Kompressoren für 10.000 Atmosphären Überdruck, 2.000 Grad Hitze, erzeugbar nur mit höchst gespanntem Strom. Unser Geld ist restlos verbraucht. Die Versuche stehen am Anfang. Noch vollzieht sich die Umwandlung von Materie in Energie ruckartig als Explosion. Wir experimentieren in unbewohnten Gegenden. Unsere Laboratorien zerplatzen wie Ballons. 10 Tropfen Deflagrator auf einen Basaltblock von 1 Kilo Gewicht. Die Explosion entspricht der Kraft von 1.000 Granaten größten Kalibers.
Wir müssen lernen, den Transformationsprozess zu verlangsamen, zu steuern, zu beherrschen. Die Explosion in die Zeitlupe zu zwingen. Der Stein soll brennen, nicht platzen. Nicht Bombe sein, sondern Batterie. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, Exzellenz. Der blaue Vogel bunkert nicht mehr 2000 Tonnen beste englische Steinkohle, sondern 50 Kilo Basalt. Wir könnten am Südpol Sonnenblumen anbauen. Selbst andere Sterne würden erreichbar. Stopp! 1 Kilo Basalt gleich 1000 Granaten. Das ist real. Das ist brauchbar. Das ist nützlich. Wie viel? Na, wie viel Geld brauchen Sie? $1 Million. Ich zahle Ihnen 10 Millionen. Sofort. Sie liefern Ihren Deflagrator. Auch sofort. Aber Exzellenz, 2 Jahre sind das Mindeste. Eher haben wir die Explosionsbremse nicht. Die gesteuerte Energietransformation. Ein Kraftwerk, nicht größer als meine Faust. Den Fulgurator. Sir, ich bin kein Gärtner. Sonnenblumen am Pol regen mich nicht auf. Ich bin der englische Kriegsminister. Meine Granaten müssen die stärksten der Welt sein. Das bedeutet stärker als die des Deutschen Kaiserreichs und der Französischen Republik. Also kaufe ich Ihren Deflagrator. Exzellenz, das ist... die Realität. Ich erhöhe auf 20 Millionen. Okay? Den Deflagrator als Waffe? Niemals! Wir werden sehen. Es hat mich gefreut, Mr. Hart. Good morning. Wir haben einen Geheimbefehl gefunden, unterzeichnet vom englischen Kriegsminister. Der Befehl lautet: Geheime Verschlusssache. Der Kriegsminister an Geheimdienst Nordamerika-Abteilung. Befehl: Ununterbrochen verdeckt zu verfolgen ist Simon Hart, Ingenieur, Größe 180 cm, breitschultrig, blonder Vollbart, Brillenträger, USA-Bürger, Wohnort unbekannt. Bei Rückkehr Hart zu Thomas Roche, Physikprofessor, Erfinder, vermuteter Aufenthalt USA, sofortige diskrete Gefangennahme Roche und Hart sowie Beschlagnahme aller Papiere und unverzügliche Evakuierung von Menschen und Material auf englisches Hoheitsgebiet. London, 30. März 98, der Kriegsminister. Den 2. April 98, unterwegs nach Paris. Benutze die neue Flugmaschine. Schwerer als Luft? Aeroplan. Blizzard. Doppeldecker vom Typ Blériot. 6-zylindriger Sternmotor. 40 Pferdestärken. Welche Flughöhe, Pilot? 250! 250 Meter. Unter mir, silbern im Sonnenschein, die Straße von Dover. Belebt von spielzeugkleinen Schiffen. Menschlicher Erfindergeist schafft nun auch Straßen im Luftraum. Frankreich wird mich anders empfangen als England. 2 Stunden später, Paris. Vorzüglich, Monsieur. Seine Exzellenz, der Herr Kriegsminister, wird Sie morgen empfangen. Der Kriegsminister? Es geht doch um Wissenschaft, Technik. Sie kennen die modernste Flugmaschine der Welt. Der Aeroplan Blizzard. Und nein, Monsieur, das Bombenflugzeug La Grande Nation von der Luftwaffe der Republik Frankreich. 3. April 1898 im Regierungspalast Champs-Élysées. Wir könnten am Südpol Getreide anbauen. Wir könnten... Pardon, Monsieur, ich bin nicht Bauer. Was soll mir Getreide am Pol? Für dergleichen hat Frankreich seine Kolonien. Ich bin der französische Kriegsminister. Meine Granaten müssen die stärksten der Welt sein. Das bedeutet stärker als die Granaten Preußens und Großbritanniens. Also kaufe ich Ihren Deflagrator. Zahle jeden beliebigen Preis. Der Deflagrator als Waffe? Niemals! Wie unvernünftig, Monsieur. Adieu. Uns liegt ein 2. Geheimbefehl vor. Er ist vom französischen Kriegsminister unterzeichnet. Der Inhalt in Stichworten: Verfolgen, gefangen nehmen, Papiere beschlagnahmen, evakuieren auf französisches Hoheitsgebiet.